Wie der Kommandeur ukrainischer Bodentruppen, Oleksandr Suski, verrät, sei die Situation um die Stadt Bachmut extrem angespannt. Er erklärt, dass Söldner der Wagner-Gruppe versuchen, die Stadt zu umzingeln. Trotz erheblicher Verluste hat der Feind die am besten vorbereiteten Angriffseinheiten von Wagner eingesetzt, berichtet Oleksandr Suski. Dabei wollen die Wagner-Kämpfer von Jewgeni Prigoschin die Verteidigung der Ukraine durchbrechen. Seit Monaten versuchen russische Bodentruppen in einem erbitterten Kampf, die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Osten der Ukraine einzunehmen.